Ali, ich sitze noch immer im Auto und habe noch immer Zeit und habe gedacht, dann nehme ich den Vlog für Samstag auf. Das ist der große Plan, denn Samstag ist ein schöner Tag, an dem ich Dinge tun werde, die mich nur teilweise begeistern, aber was man nicht alles für seine Frau tut, so ist es. Nur um den Hausfrieden halbwegs in Ordnung zu halten. Ja, was könnte man denn heute Schönes besprechen? Ich bin mal voll begeistert. Habe ich euch erzählt? Ich war am Traktor. Ich war am Donnerstag, am Mittwoch war ich am Traktor. Mittwoch bin ich heimgekommen, bin runtergegangen zum Traktor, habe den gestartet, der ist angesprungen und ich bin quer über die Koppel nach oben gefahren, um die Eisen des Zaunes einzuholen, die unser netter Pächter höchstpersönlich abmontiert hat. Er hat gesagt, ich soll das einmal runterschleifen. Das habe ich dann gemacht. War überraschend schwierig. Dankeschön. Haut's dich gleich um, gell? War überraschend schwierig, weil nämlich da eine verbogene Stange dabei war. Und wenn du jetzt so 30 Eisenstangen mit einer Kette einmal umschlingelst und an den Traktor anhängst, dann funktioniert das aufgrund des Zusammendrückens, dass die nicht davor fliegen. Und wenn da aber eine gebogene dabei ist, dann macht diese gebogene während der Fahrt einen seitlichen Ausschwenker und setzt mit einer gewissen Hebelwirkung an diese Blochketten, wie man so schön sagt, an, was zur Folge hat, dass einzelne Stangen sich hochemotional losreißen und einfach liegen bleiben und du fährst ohne diese Stangen weiter. Das habe ich dann relativ schnell durchschaut und habe ein bisschen getrickst und habe die Geschwindigkeit massiv reduziert und bin da ganz gemütlich durch die Wiese runtergetorkelt und damit sind die Stangen voll inhaltlich mitgekommen. Ja, aufregend. Mein Vater hat gesehen, dass jemand mit einem Traktor durch die Gegend gefahren ist, hat aber nicht verstanden, dass ich das war. Das habe ich ihm dann im Nachhinein versucht zu vermitteln. Ja, das kommt davon, wenn man zu viel Fastfood isst, dann sieht man die logischen Zusammenhänge nicht mehr so gut. Deshalb bin ich wieder abgekommen. Am Jahresanfang haben wir da ja ein paar Mal gefastfoodet. Wobei, meine Frau will chinesisch essen, das ist, glaube ich, auch nicht gescheiter als Fastfood. Was ist eure Meinung? Ist das gesünder? Kommt drauf an, was es ist. Der chinesisch. Der Eierreis wird nicht viel gesünder sein. Und wenn es Nudeln sind, auch nicht. Ich glaube, beim Chinesen gibt es nicht. Ich glaube, da ist das Gemüse, also das Pseudogemüse beim Chinesen, ist schon so ersäuft in diesem Fett, dass nicht mehr viel gesund überbleibt. Das wird wahrscheinlich so qualitativ auf Nahrhaftigkeit von Pommes frites kommen. Andererseits gibt es genug Leute, die sich von hauptsächlich Pommes frites ernähren und sie leben auch. Ich glaube, die Menschen halten ziemlich viel aus. So kann man das glauben. Nach 750 Metern. Ja, jetzt habe ich Lust, in den Zirkus zu gehen. Das ist ein Wahnsinn, oder? Ja, so ist es. Na egal. So machen wir das. Gut. Wir unterbrechen kurz mit dem wunderschönen Intro, das ja ausgesprochen nervöslich ist, ich verstehe es schon. Das nächste wird nicht besser sein im März, aber darüber reden wir ein anderes Mal. Wenn wir gerade vom Essen reden, vielleicht könnt ihr mir drunter schreiben, wie meine Frau, also meine Frau ist ja ganz eine Liebe, ja? Solange es nicht ums Essen geht, ist alles gut. Und dann beim Essen kommt die daher und der schmecken asiatische Sachen. Ah, da macht sie dann, da will sie diese Sachen will sie mit Tofu und Reis und warum bitte? Was ist schiefgegangen bei ihr? Ich meine, warum kann sie nicht einfach eine Quattro Formaggi Pizza essen? Ich meine, ich lasse mir auch noch Gnocchi einreden mit einer fetten Käsesoße. Aber asiatisch?
mit verstehe ich es ein bisschen beim Indischen, ja. Also so ein Mata Paneer hin und wieder, absolut okay. Wir müssen jetzt inzwischen aber ganz ehrlich zugehen, geben, dass der Inder in St. Pölten ein bisschen übers Ziel hinausschießt, der Raiput. Warum lachst du jetzt? Ein bisschen sehr, weil wenn du schon hingehst und ihm sagst, du möchtest etwas, das gar nicht scharf ist, ja, und dann ist es so, dass wenn du das im Mund nimmst, hinten nur die Feuerflamme ausfährt, das passt nicht ganz. Und wir waren inzwischen bei mehreren indischen Lokalen in verschiedenen Städten, unter anderem waren wir bei zweien in Wien und wir waren bei einem in Klosterneuburg, war das, glaube ich, oder? Ja, nein, ja, vom Zirkus Picard, ja. Und dort war das Essen echt gut und nicht scharf. Oder nicht so scharf. Und das wäre dann schon sehr... Ja, das hat auf jeden Fall so ein bisschen die Lust jetzt am Raiput reduziert. Wobei ich muss schon sagen, dass diese gebackenen Käsegeschichten, die sind schon okay, aber du müsstest immer den Salat mit den gebackenen Paneer essen, das ist auch fad. Du hättest halt gerne einmal einen Gatsch dazu. Und zugegeben, seit da umgestiegen ist auf dieses Tofu-Würfeln in diversen Essen, da ist irgendwas nicht lieferbar gewesen, ist das nur einfacher, weil die Tofu-Würfel habe ich in mein eigenes Gulaschscheine und dann habe ich genug Tofu-Würfel, da war ich nicht zum Inder gegeben. Das ist eine andere Preisklasse. Du wolltest was sagen? Ja, ich kann mich erinnern, das war der Inderburg. In der Burg war das in Klosterneuburg. Ja, haben wir eh berichtet. Große Portionen. Und die haben echt lecker geschmeckt. Na, groß war die Portion nicht, aber es war echt gut. Das war schon groß. Ja, ja. Ja, du bist ja, du zählst ja nicht. Ich ihr wolltet ja nicht, weil ihr euch dann mit Popcorn vollstopfen wolltet, ihr Gefraster. Nein, ich war wirklich unglaublich. Ja, und dann ist gerade aktuell so, dass ich jemanden gefunden habe, der in Österreich relativ viel unterwegs ist. Und den frage ich gerade, ob er nicht immer wieder mal Lust hat, mir was mitzubringen. Weil ganz unter uns, ich bin jetzt gerade da irgendwo, wie heißt das, Hochkar? Ist das das, wo wir hinfahren? Ja. Ja? Wir sind gerade irgendwo in Hochkar und da wäre es nicht mehr, also das wäre schon 1,5 Stunden die richtige Richtung und nach Graz sind es aber dann nur mal 2 Stunden und das ist das, was ich holen sollte und ich habe überhaupt keine Lust da sinnlos 4 Stunden im Auto herumzufahren. Und wenn der andere Herr in der Nähe ist, könnte man ihn ja buchen, dass man sagt, okay, ich zahle da, was weiß ich, 100er und du bringst mir das mit. Viel effizienter. Und da bin ich heute über das nächste E-Mail gestopft, das ist aber ein bisschen neben Graz. Da ist er nicht automatisch. Da wäre ein Lego-Tisch zum Holen. Das wäre noch ein Lego-Tisch, nur woanders, auch in der Nähe von Graz. In Graz sind gerade viele interessante Sachen. Vielleicht sollten wir öfter mal nach Graz fahren. Ja. Das ist so meine Überlegung. Ich kann mich erinnern, bei irgendeinem Urlaub hast du dann danach diese, wo wir heimgefahren sind, diese Netzschaukel gekauft. Die Netzschaukel, das war eine Schnapsidee, das war in Nutzmannsburg in der Therme. Ja. Das war blöd, dass ich das. Ah, nicht in der Therme, es war im Hotel, im Kurz, ja. Glaube ich, Hotel Kurz. Nein, das war das All in Red. War es ja All in Red, nur besser. Das war eine Schnapsidee, weil die war so hin, dass ich sie nicht mehr... Haben wir die nicht inzwischen schon erfolgreich zerstört schon, gell? Ja, ich habe die ganzen Kugeln rausgegeben. Der Wenzel war so nett und hat sie zerstört. Ja, ob mit der vielleicht noch irgendwas im Bereich Midigolfbahn passiert, das sei dahingestellt. Also der Ring ist noch da. Man könnte ihn auch als Hula-Hoop-Reifen verwenden. Ja, sie sind aber noch die Ketten dran. Nein, stimmt, die Ketten haben sie auch nicht. Du bist ein Zerleger von uns über. Wir schauen uns jetzt mal die YouTube-Vorschläge an und freuen uns, dass wir bald nichts zu essen kriegen, asiatisch. Oh! Was ist los mit der Frau? Die YouTube-Vorschläge für den 17.02.2024 Apple Forgot to Raise This iMac Computer, klar.
How Countries Were Invented von Tom Nicholas. The Rise of Microsoft Windows Part 1, Windows 1.0 and Other Boring Topic. I put an RTX 2070 in a Bauer Mac G5 von Action Retro. The Mystery of 0.866 0.254037843 Stand-up math. I replaced my cable with this better home living. The man behind the cursed Max, a chat with Action Retro, Control Alt Rees. Oh yeah. 33 million failure von Computer Clan. Und der blade Knacker, der endlich wieder Liegestütz macht. Ich bin begeistert. Und der Flipperstein, der die Titanic baut. Ja, ihr wisst halt, dass ich da ein bisschen mehr Show. Nehmt's nicht so ernst, was ich über meine Frau erzählt habe. Wenn Blicke küssen könnten, wäre ich jetzt voller Lippenstift. Was? Hallo? Oh, sie macht so Kringel. Das kann nur was Gutes bedeuten. Ich berichte euch drüber.